Ich nehme an, es sind auch ein paar Leute hier heute Abend, die unter 22 sind, oder? Okay. Für euch ist diese nächste Frage vielleicht noch nicht ganz so aktuell, aber an alle anderen, wisst ihr, wie ihr so mit 22 wart? Wirklich? Das ist echt ein schräges Alter. Ich weiß von einer Person, wie sie war, als sie 22 war. Das ist meine Schwester. Die war mit 22 ziemlich toll. Ich war 18, es liegen 4 Jahre zwischen uns. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann war sie, ich habe das damals noch nicht so gesehen. Sie, glaube ich, die, neben meiner Mom, die stärkste Frau, die ich mit 22 wohl je kennen werde. Wir hatten einen Papa und wir haben ihn beide verloren und sie war 22 und ich war 18. Und wir sind seitdem wahrscheinlich keinen Millimeter mehr auseinanderzukriegen. Wisst ihr, es ist so, ich habe das Gefühl, man merkt erst, was man verloren hat, wenn es nicht mehr da ist. Und dann braucht man Menschen, mit denen man, die irgendwie zusammenhalten. Und meine Schwester hat ziemlich gut auf mich aufgepasst. Die hat sich um ziemlich viele Sachen gekümmert. Und jetzt hat sie so einen kleinen Knirps zu Hause und ich auch. Ich glaube, wir beide würden uns wünschen, dass unser Vater die beiden kennengelernt hätte, denn die sind echt coole Typen. Und bei all dem, was uns da aber natürlich gerade in dem Alter damals echt zu schaffen gemacht hat, habe ich immer so den Gedanken, es gibt so zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder man verliert sich in dem Traurigen, oder man sieht, dass doch jetzt noch Menschen da sind. Ich habe meine Schwester noch und sie ist da und sie hat mich und wir haben euch und wir alle sind jetzt noch hier, um eine gute Lebenszeit zusammen zu haben und um jetzt Erinnerungen zu schaffen, die uns bleiben, so wie an diesem heutigen Abend. Und ich weiß, dass einige von euch diese Erinnerung teilen. Ich weiß, dass jeder von uns wahrscheinlich mal erleben wird und lasst uns versuchen, das zu teilen, damit wir nicht alleine damit sind. Ich versuche das heute gerne mit euch zusammen. In meiner Erinnerung. Auf einmal stehe ich hier allein, hier im März 2003. Und ich hab noch wie immer bis zum nächsten Mal. Und es war viel zu zeitig. Viel zu zeitig. Ich hör sie sagen, jetzt hast du es geschafft. Bist jetzt an einem besseren Platz. Meine Ohren verstehen.